Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Far Cry 5 im Vietnamkrieg. So, letzte Folge hat man ja schon gesehen, wie hier die Flugzeug abgeknallt wurde, deshalb habe ich jetzt keinen Luftangriff. Irgendwo von da hinten aus der Richtung da, kamen Flakgeschütze her. Die Flakgeschütze muss ich zerstören, um meinen Luftangriff wieder zu bekommen. Darum bewege ich mich jetzt gerade langsam in diese Richtung. Und ich habe euch natürlich versprochen, ich besorge Fleisch. Warum stirbt die Ziege nicht auf einen Schuss? Ich hasse Ziegen. Okay, ich besorge noch kein Fleisch. Ich besorge ein anderes Mal Fleisch. Ein Hase. Ach komm. Nee, ich glaube, ich bin einfach kein Jäger. Nee. Das ist schlecht. Nee. Ich bin kein Jäger. Ich bin eindeutig kein Jäger. Ja, mal ein bisschen erkunden von hier oben. Vielleicht findet sich was Gutes, Tolles, Geschicktes, Wunderbares, Vietcong, Feindliches. Da ist eine Hütte. Bisschen neblig. Was? Der Lautsprecher, zerstöre sie, um dein Land im Krieg zu helfen, feindliche Truppen in der Nähe zu demoralisieren. Oh, mach ich. Alles kaputt, was ich finden kann. Alles. Außer Ziegen und Hasen. Die treffe ich nicht. Oder? Ich bin mal, ja, Nase. Und ich kann kein Köderfleisch holen. Ja. Das war natürlich nicht der Plan. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. So. Was haben wir denn hier so? Ich glaube, das bringt nichts. Genau, das wird das der direkte Weg hier runter. Gehen wir mal zur Seilrutsche. Da ist doch irgendwas hier unten, so lautsprechermäßig. Ja, da unten ist so ein toller Lautsprecher. Schweine. Warum sind hier auf einmal die Sowjet kommen? Wo bist du? Badum. Einen Fall zurück. Guck, ich brauche halt einfach Pfeil und Bogen zu jagen wie so ein Mann. Nee, ich lass die Hühner am Leben. So, dann wollen wir mal ein bisschen weiter schauen. Wir gehen lang. Durch die Bananenplantage. Was ist das für ein Helikopter? Feindlicher. So. Was? Begib dich zu der Position.
Hier ist der Fluss und da muss ich. Okay. Nee. 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 Auf geht's. Ein Lagerhaus. 1, 2. 3, 4. Hast du schon? Einer weniger? Nee, habe ich jetzt keine Pfeile mehr. Ach komm. Und ciao. Südvietnamesische Kriege gefangene. Kriegsgefangene werden an verschiedenen Orten in der Region festgehalten. Wenn du es schaffst, sie zu befreien, teilen sie vielleicht Informationen über die Umgebung mit dir. Die schnappe ich mir. Ah. Da. Thank you. Let me tell you something. 5S Echo, hier Python 2-5. Ich habe einen verbündeten Kriegsgefangenen. Muss aufpassen wegen dem einen hier draußen noch. Locken wir mal hier rüber. Und ciao. Eine Schrotflinte wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich nee. Bunker auf der Plantage. Ein Bunker? Ein Bunker. Ist das der Bunker? Nee. Ist das der Bunker? Nein, aber da haben wir dann. Das Ding wird zerstört, vernichtet. Natürlich will ich ja meine Luftunterstützung wieder haben. So, noch kurz ausblenden, wenn das ginge. Geht natürlich nicht. Auf 500 Meter. Boah. Die ist ein Marsch. Die ist ein Marsch, du. Durch den offenen Fluss. Da ist doch irgendwo jemand. Hä? Echt jetzt? Markiert einfach Kühe. Wo kommt dieses Geschrei her? Wo kommt das Geschrei her? Ich glaube, ich laufe in die Gegend. So, auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Luftvorteil mir wieder. Wenn nichts dazwischen kommt. Oh, hier ist Rauch. Das heißt wahrscheinlich ist hier ein Außenposten. Zumindest laut normalen Far Cry 5, laut Far Cry 4 auch schon. Und dann davor heißt dieser dunkle Rauch, dort ist ein Außenposten. Und die Bingo. Bingo, Bingo, Bingo. Hier ist ein falscher Werkzeugfrack. Okay. Ja, ist fast dasselbe wie ein Außenposten. Oh, geil. Hab ich Pfeile? Ich hab keine Pfeile. Machen wir's so. Nein! Was war das? Heide nei. Was? Oh, Kacke. Was? Ich konnte die zurückwerfen? So, Dele. Machen wir es halt so. Nein! Nein! Wo kommt. Ach komm, von da ganz hinten. Ja, nee, ist klar.
Nee, ist klar. Genau, ja klar. Da kommt nächste. Von Buxtehude raus. Wo sind die? Was? Ah, da unten ist einer. Meine Güte. Das war... Nein, 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 nein. Erstens, wo sind die? Da. So, dann gehen wir mal lieber weg. Jetzt habe ich... Ich will die Flak zerstören. Oh, ein Feuerzeug. Wo setzen wir hinterher? Ja, Fahrzeuge. Die findest die Feuerzeuge bei den Leichen abgeschossener amerikanischer Piloten. Such am Boden nach Fallschirmen. Die Leichen können dann nicht weit sein. Sammle die Feuerzeuge der Gefallenen und bringe sie zurück nach Haus. Was auch immer das bringen soll, dass du Feuerzeuge von denen dann Zündladen aus Angststunden. Mein Papa war, hat mir mein Feuerzeug hinterlassen. Dafür zünde ich jetzt die Schule an. So, meine Skills sind alle weg, die ich hart erarbeitet habe. Ja, harte Zeit. Spannende Musik, spannende Musik. Und was brennt dahin? Dahinter brennt was. Muss nachher mal rüberschauen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich kann. Habe ich überhaupt was zum Explodieren lassen? Nein, habe ich nicht. Sehr schön. So, dann ich, vielleicht finde ich ja was, irgendwie Granate oder keine Ahnung. C4. Auf geht's, zerstört die Flak. Sehe ich von hier schon irgendwelche Gegner? Nein, ich sehe hier gar nichts. Ich höre sie. Das war Glück. Das war Glück. Das heißt echt Glück. Nein, 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 na. Ach du Schande. Ach, zum Glück war so eine Rauchgranate, leck mich am Arsch. Gleich mal weilen, verbinden, ich muss überleben. Jo, mei. Wo, 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 wo? Du mir ganz. Was ist? Oh, cool. Das war's wohl. Oh, was zum Lesen? Abschlussbericht 20.10.15 wahrscheinlich 15 Uhr. Angriff durch schnelle Bodenkampfflugzeuge im Sektor.
Ein Flieger wurde getroffen und zerstört. Zwei Fallschirme wurden westlich-südwestlich dieser Position gesichtet. Der Fallschirm im Südwesten ist auf der anderen Flussseite gelandet. Patrouillen entsandt, um feindliche Piloten gefangen zu nehmen. Folgebericht kommt, wenn die Position der Piloten ausgemacht wurde. Südwesten. Das war schon mein Radar oben. Hier Schwesten. Dann nehmen wir hier Süden. Also hier. Ja, wahrscheinlich das eine, was wir da von weitem gesehen haben. Dieses leichte Leuchten. Mal schauen, ob ich das hier verwenden kann. Ich glaube nicht. Ich brauche was Springendes Explosives. So, ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Und noch mehr Munition. Und was haben wir hier noch? Eine Munition. Oh, Fernzünder, Sprengstoff. Jawoll. Fernzünder, Sprengstoff. Ja. So. Mal auf sichere Entfernung und machen Bada-Boom. Mit dem Bambusstab natürlich. Bam! Hey Leute, eine Flak wäre hiermit erledigt. Ba, 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 ba. Ich habe wieder Pfeile, jawoll. Dreimal Daten Aufklärungs. Was? Aufklärungsflugzeug? Cool. Oh, ich habe 5 Luftangriffe. Hammer. Was sagt sie? Also, was haben wir hier immer? Was? Hier haben wir wieder diesen Außenposten. Da könnte ich. Theoretisch, aber ich glaube, da komme ich ja durch. Von da komme ich ja hier in die Kurve rum, hier rüber. Dann werde ich mich wohl eher mit den Außenposten mal in Peilung. Hass auf der Plantage, welche Plantage? Jagdflugzeug? Lagerhaus im Fluss. Ah, hier. Ein Gefangenenlager. Alles klar. Schauen wir mal. Kann ich von hier aus auch an den Cyrotcher run? Nein, kann ich nicht. Toll. Nö. Nö, ich lauf. Aus Prinzip. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ach komm. Da wäre nochmal einer. Musst du aufpassen wegen dem da unten. Was ist denn das jetzt für eine Waffe? Mal testen. Ah, die ist nicht schlecht. Geht es nicht diesen... Oh oh. Es kommt davon, dass sich mit Freddy anlegt. Ja, den konnte ich... Ich hab den nur eine... Hab ich beide gleichzeitig geplündert. Cool. Hier immer nur dieses Geschrei. So, auf geht's weiter nach unten. 200 Meter. Jetzt ist das Geschrei weg. Nächste Runde. Juhu. Über den Fluss. Guck mal, Kühe. Oh, oh, oh. Okay, da ist einer und da oben war einer. Das ist eine Wildkatze.
Stein, los! Alter, schlecht, das sind gleich zwei. Und bam! Der war nicht schlecht. So wie es aussieht, scheine ich wohl bei einem Takedown direkt meine Gegner auszurauben. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Cool. So, jetzt haben wir dann Skillpunkt back. Skillpoint. Skillpunkt. 100 Meter noch. Oh, diese Geräusche. Gefangenenlager. Das hole ich mir. Aber. Ja, ein Cliffhanger. Cliffhanger. Nicht Cliffhanger. Mann, was laberst du? Ein Cliffhanger. Das war's nämlich schon mit der Folge. Zeit ist vorbei. So, jetzt war die nämlich die nächste Folge. Ne, da war niemand. Nächste Folge nehmen wir dann dieses Gefangenenlager ein. Also, ich freue mich, euch zusammen einzunehmen. Ciao, tschüss und ade, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.